wirklich die Schock bekommen. Also, naja, Leute, ich würde sagen, let's go, ne? Ja, Mann. Ja, also. Let's go, Maufolge. Gut, ja, Schlag an euch luck, alle. Ne? Ich bin hyped. So, servus, willkommen zum nächsten Maul. Zum nächsten Maul. Naja, Ben Albrecht von der Paul. Let's go! Viel Spaß euch, ne? Oh, hey. Also, für Alien, was hast du für ein Stadion? Remy, bitte zieh nicht mal. Du bleibst aus. Was? Alter, wer bremst dir schon? Oh Gott. Ja, ich fahr voll in die Scheiße schon. Scheiße. Remy, Vorsicht. Ah, jetzt hab ich das. Remy, der Emil. Bitte bremst nicht ab. Jetzt sind alle ganz gut durch. Ja, also ich bin einmal gegen die Radlocke. Raven ist gut. War Regler. Aber Raven, hab ich dir die Tour gemacht oder sowas? Ja, ich weiß aber am Start. Scheiße, scheiße. Okay. Ja, genau. Ich aber Raven, ich glaube, du hast gesehen, wie ich rumgerutscht bin, ne? Ja, ja, ich hab's deswegen gesehen. Deswegen meine ich das ja, also, das ist, glaube ich, für mich irgendwie ohne Fall. Aber alle sind irgendwie gut durchgekommen, könnte es sein? Nein. Ja, aber in der ersten Gruppe. Ja, in der ersten Gruppe. Ja, ich glaube nicht. Ja, finde ich immer. Okay, ich hab die Barriere berührt. Ja, ich habe gar keinen einzigen Kraft. Oh, die Pace für unser Team richtig gut. Scheiße. Wer, du kannst dich langsamer fahren, ne? Ja, klar. Hey, du hast ja auch schon. Diese Pille, die ist horrible. Ja, weil die denken halten, aber ich meine. Nein, ja. Aber Raymond, diese Zeit, die ist mir eher eine Ehre, gegen dich zu fahren. Ne? Hm. Weil ich meine, auf die. Also, dachte jetzt mal, das ist wow, ey. Ja, ist halt ein. Ich hab Raymond nur als einen. Als mein Vorbild gesehen in Sachen Project Cars, wie er fährt. Ich wollte ja kurz vom Kraft, das habe ich nichts drüber. Oh je. Ach was, nee. Ich finde euch alle richtig nett. Ich finde euch alle sowas von nett. Liebe dich auch. Ja. Richtig nett. Nein, Spaß. Ja, ja. Ja, nee. Aber Raymond, ne? Also, das war mir schon eine Ehre, da gegen sich zu gewinnen, ne? Ich mache am Ende eh langsamer. Ja, du kannst ins Ziel fahren, das so wie ich meine, wenn du jetzt Zweiter wirst, ne? Du wirst eh dann als 10. eingestuft und dann mit den Punkten, wo du erlangt hast, eigentlich normalerweise. Und wirst dann auch in der WM weitergeführt, wahrscheinlicherweise. In der Ersatzfahrerwertung. Also ich habe jetzt so ein Jetzt habe ich so einen Schaden. Ach komm, weißt du was? Wow. Cent, ich hasse deine Verbindung, ganz ehrlich, ohne Spaß. Warum? Weil nur ich bei dir die Lags hab. Ja, du hast bei Sonics die Lags, du hast bei mir die Lags, dann liegt's, glaube ich, an dir. Du hattest bei Sonics, glaube ich, auch die Lags, also. Der eine. Ja. Ich hatte keine Translex. Komisch, dass aber bei allen anderen oder fast bei allen anderen nichts läuft. Ich hab auch keine Legs, also. Der Send wohnt halt am Arsch der Welt. Ja, das stimmt aber wirklich irgendwie, ne? Pali, wo wohnen die nochmal, ne? Das gibt's nicht. Visibility is horrible. Oh fuck! Tschüss, Maulwurf! Was hast du gemacht? Einfach geradeaus durchgerutscht. Ich hab gebremst, aber da kam noch ein Hügel. Ich bin einfach nicht. Danke. Danke für diesen Stupser. Wer hat dich angestupst? Ah, ich finde den Ginetta zu fahren irgendwie schon mega geil. Ich weiß ja, auch nicht. Du ziehst den MP4 gerade davon, ne? Ist dir klar. Wer ist mir gerade richtig hinten drauf geballert? Alien, du bist Dritter, Glückwunsch. Ich wollte nur. Nee, weil. Ich weiß auch nicht, der klingt so wie ein DTM-Auto so ein bisschen. Das ist mal irgendwie voll Spaß zu fahren. Ich traue mich nicht, Alien anzugreifen wegen der Geschichte. Versuch es ja nicht. Ja, also, wir können ja schon absprechen, ne?
Also wär's mir hinten drauf gefahren? Ich wär ja nicht mal nah ranfahren. Hast du Schadenmauer finden? Ja! Wirst du das untersuchen lassen? Ja, aber ich sein. Okay, guck ich mir an. Lab Nummer 2. Du kannst vorbei. Ich hab selber die Kurve nicht besser bekommen, ich bin aber nicht angeschlagen, aber danke. Gut, genau so soll man es eigentlich normalerweise machen. 226, yo. Oh, endlich wieder freie Sicht, das ist so schön. Ah, oh, Damix ist hinter mir, grüß dich. Hi. Endlich wieder Regenschaden. Fuck. Ach. Alter, das ist so eine Scheißkurve, ne? Jetzt nur noch versucht, den Wagen halbwegs über die Runden zu bringen. Pass mal auf, ne? Werde ich mal angucken, ne? Ja, aber Box. Ich bin auch rückwärts gefahren in der Kurve, aber ich musste da halt weg. Ja, dann ja, hat sich schon Pflichtboxen Stop eingestellt. Oh, nee, das kann man nicht einstellen bei Zeit. Scheiße, Alter. Vor der Kass kann man das einstellen. Ja, nee, bei mir nicht. Also bei Runden schon, aber bei Zeit nicht. Was ist Raymond? Voll in die Bande gekracht. Pff. Über die Brücke war so eine Bodenwelle. Ja, die ist hart. Maulwurf, wer war es? Pali, warst du bis in der Box? Nein. Maulwurf war in der Box. Aber ich muss jetzt safe fahren, ey. Ich hab keine andere Chance mehr. Ich bin voll in die Wand gekracht. Eigentlich muss es langsam mal trocken werden. Ja, es wird erst trocken ab 33 Minuten circa. Ja, das ist GG. Ab 33 Minuten von 45, ja genau. Ja, nee, wir ab... Wir haben noch 5 Minuten. Nee, ab 33 Minuten Countdown runter bis 0. Die Zeit müsste eigentlich trocken sein, laut meinem Rechner. Ich hab's eigentlich, ja, aber es wird hier weiter regnen bis 15 Minuten noch vor Schluss, auf jeden Fall, denke ich. Ja, das werden wir dann sehen. Denn ich sag, zumindest du hast wieder verkackt so. Einzustellen, weil ich pumpe da jetzt drauf, weil mein Wagen ist komplett im Arsch. Ja, er muss deine Box fahren. Sind, musst du eigentlich nachtanken? Nein. Ich muss auch nicht nachtanken. Hast du 100 Liter reingefüllt oder ja, was? Ich fahre gerade mit 100,1 exakt. Jetzt fahr ich mit exakt 100 Litern rum. Deswegen verliere ich auch ein bisschen Pace auf dich. Musst du nachtanken? Nö. Ja, genau. Boah, Alter, man sieht einfach die Lichter, man sieht alles, ne? Das sieht so geil aus. Aber ich sag's ja mal so, ne? Ich hab über mir auf die Brücke fahren. Jungs, kurz Info, ne? Ich hab eh gesprochen, dass wir nur höchstens höchstens 4 Regenrennen haben werden. Ah! Wer ist jetzt verunfallt? Gedreht. Aber ich dachte Aliens. Okay. Nee! Okay. Was habt ihr gemacht? Bin in der Wand. Achso, aber keiner hat dich abgeräumt, oder? Das hört sich gut an für mich. Ich kann hier durchrushen, wenn ich nicht. Ali, fahr auch vorsichtig, ne? Und mein Lenkschaden ist weg. Ernsthaft? Ja. Das hatte ich auch mal gehabt, dass durch einen anderen Unfall mein Lenkschaden weg war. Das war aber noch. Wie viel Liter hast du mit eigentlich, Raymond? Momentan? Ich hab noch 89. Ich hab noch 89,3. Ich hab 85. 95, sorry. Ja, kein Problem. Ist reicht locker. Ja, bei mir auch. Man kann noch abtanken, oder? Fuck. Nee, kann man nicht. Schade. Oh, mich hat's gerade gedreht und ich bin in Ille rein. Also ich bin gespannt. Bin ich froh, dass ich nochmal fahren muss, ganz ehrlich, ohne Warum? Spaß. Ich bin raus. Rad ab oder was? Reifen weg. Na gut, da kannst du es für Verzogen zu retten, aber ich würde es nicht riskieren. Auf einem Motor schauen hin. Ja, du fährst ja mit 2 km/h durch, Junge. Also man kann einfach einen Motorschaden bekommen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich habe im ersten Sektor 1 Sekunde und 5 Zehntel auf Citrus aufgeholt bei mir. Ja, hol doch auf. Er fährt auch mit Controller. Pff. Mit Controller? Also ich würde mir das sagen, aber mit Lenkrad müsstest du eigentlich schneller sein. Aber ich bin nicht so der Pro im Project Cars. Also einer auf meiner alten Liga, der hat die erste Hälfte mit Pad gefahren, hat dann in der zweiten auf Lenkrad gewechselt und war instant 1,5 Sekunden schneller. Okay. Okay, es geht relativ lang im Dorf, okay. Aber Raymond, ich hol gerade auf dich auf. Schon im Dorf? Ja, also Raymond schon. Ich bin auch noch im ersten Sektor vor der ersten Brücke. Also ich bin jetzt in der Linkskurve, wo es mal aufgedreht hat. Da bin ich jetzt. Da steht einer. Robin, bist du gerade in der Schikane? Ich kann mich bewegen. Ja, dann lass uns bitte Platz. Ach du Scheiße, pass auf. Bleib stehen. Safety Car, wenn einer... Nee, er steht so, dass man auch dran vorbeifahren kann. Man kann. Und wenn, dann gibt's eh Virtual Safety Car, mehr sag ich nicht. Und ich guck dann genau auf die Abstände. Bei mir zumindest. Raymond, ich hol gerade irgendwie auf dich auf. Ja, leicht, ne, immerhin, ich freu mich. Wie viel VSC denn? Ist das dein Ernst? Hä? Ja, ohne Traktionskontrolle ist das ein bisschen gefährlich. Ja, ist ja klar, aber wieder, das ist eure Entscheidung, mit welchem Fall ihr fahrt. Boah, mit Lenkschaden ist das so, ey. Dann geh an die Burg, hast du da Fliegburg und so. Ich muss warten, bis der Regen aufhört, sonst verliere ich noch mehr Zeit. Stimmt auch wieder. Es gibt grüne Flanken, jo.
Aber außer der Fall von Morpho, einem hinter hinten drauf gefahren ist, ist sonst alles gut, oder? Ja. Cool, also du bist bei Domix. Jo, wie viel Abstand Domix hast du auf den Viertplatzierten? So, Rayman ist jetzt über Startziel, ich auch gleich. Ich bin raus aus der letzten Kurve. Wenn Robin, fährst du jetzt weiter oder bleibst du dort stehen? Versuch's. Ja, versuch's, aber bremst dich immer schon ab, weil der Motor kann in die Luft gehen dabei, weißt du. Ist nicht mehr weit, Robin. Ja. Nee, überhaupt nicht. Wo ist er denn überhaupt? Aber die Einstellung musst du aufpassen. Musst du aufpassen. Solltest du gefährlich stehen, es gibt ein VSC, ich sag's dir, aber was nicht. Der steht mitten auf der Diali. Ich weiß, aber das werde ich ihm schon nur frühzeitig sagen. Rayman, ne, soll dir der Blätter am besten auf, wenn du ihn siehst, ne? Hä? Also sobald du Robin also, siehst, ne, sowas machen, vielleicht ziehst du es ja auch noch von meiner Seite Robin, aus. Du kommst nicht an die Box, sag ich dir jetzt schon. An der einen Stelle bleibt er weg. Blinkende Lichter halt, ne, damit er weiß, okay, da kommen Autos. Weil ich ja kein Bock noch... Maulwurf, ich war das vorhin, aber wenn du rückwärts fährst, kann ich nichts dafür. Ach, ist Christian draufgeknallt, oder was? Nein. Oh, ich sehe Robin, okay, ja gut, aber er kommt weiter, er ist schneller als ich irgendwie. Also wenn ich ein Rad ab hätte. Die Kurve nach der Brücke ist so eklig, ey, ohne Witz, da verliere ich immer so viel. Nach der dritten, ne? Vor dem ersten Sektor. Ja, die Kurve davor, die ist wirklich manchmal ekelhaft. Jetzt muss es eigentlich aufhören zu regnen. Stimmt. Ja gut, das hört aber irgendwie auch auf. Ah, schon wieder an derselben Kurve gegen die Wand. Ja, der Regen ist leicht geworden. Ja, fällt mir auch auf. Nee, bei mir ist er genauso. Aber egal. Aber ich gewinne pro Runde 5 Sekunden, was nicht viel ist, aber. Jo, pro Runde 5 Sekunden ist Welt. Ja, wenn ich eine 2,56 fahre. Oh, na gut. Ich fahre pro Runde eine 2,41. Rayman, auf der Brücke müsste Robin jetzt irgendwo sein dann. Die kennt schon an mir vorbei. Ja, nee, nicht, dass du uns dann zu spät siehst und dann gibt's einen Unfall. Habe ich keine Lust drauf. Fahr am besten rechts. Morwurf ist von mir 8 Sekunden entfernt. Aber in Real Life sind sie auch Monaco dann stark Regen gefahren. Dann no, ich fahr links vorbei. Ich auch. Schätze Robin, mal, das war's jetzt. Warum? In Folge die Morgen. Nee, schon Reifen wieder. Hab ich noch, aber. Ja, mein Wagen ist auch unfahrbar. Ich fahr 2,40, 2,50 in den. Ja, das war's. Lenkschaden ist zu krass scheiße in die Box. Ja, mach ich auch. Ich warte aber, bis es trocken ist. Ich riskier's. Alter, die Kurve wird jetzt richtig kacke. Oh, fuck. Alter, sind schon echt gut. Ja, buh, du bist lustig. Ist trotzdem rutschig. Ja, der Sand hat doch Lenkrad, ey. Das ist so unfair im Regen. Naja. Ja. Gut, hab auch ein Lenkrad. Ich fahr auch ein MP4. Ohne Witz, man kann so viel besser korrigieren und alles. Ich hab jetzt das stärkste Auto. Man kann auch einfach besser korrigieren, wenn das Auto weggeht. Mit Tastatur bist du einfach am Arsch. Ja, mit Tastatur komplett, aber mit Controller geht's. Ja, es hat ja keiner gesagt, dass wir ein Lenkrad nicht kaufen können. Ne? Also, hier ist nicht böse gemeint. Robin, geil, so, aber, hol dir mal ein Lenkrad. Nee, Robin, dann willst du mir noch schneller was, ne? Tastatur, es gibt echt geile Rocketing-Spiele, wo wir Tastatur spielen, Beispiel Send. Nicht. Ja, ich weiß schon, ne? Aber Bas Goldgold hast du doch mal angezeigt, der wo 1500 Stück mit Tastatur hat, ne? Ja. Der hat mittlerweile über 3000. Ja, ne, aber es gibt wirklich Spiele, die spielen Spiele wirklich mit Tastatur tausendmal besser als welche mit Lenkrad, die wir auch schon sehr erfahren sind, zum Beispiel ja, Rayman zum Beispiel und Robin. Daniel, Ja, der fährt mit Controller. Formel 1, Alter, der fährt jeden davon. Naja, gut, Rayman will man noch sehen. Wenn der Formel 1 spielen würde, dann vielleicht. Naja, aber trotzdem, wie gesagt, ne? Und irgendwie sind zwei da sehr dicht hintereinander. Kurz vor der zweiten Brücke. Ja, ich und dieser. Der wie Dingenskirchen da. Ist der L.A. Hab jetzt ungefähr, lass mich raten. 500 Meter vielleicht, locker Zündung gebraucht. Ich bin erst ohne viel. Rayman, du ziehst mir gerade wieder mal davon. Jo, 3 Sekunden, chill mal. Ja, gerade hatte ich 2,7. Okay, das war die Mauer. Denn was fährst du für Rundenzeiten? Warte, ich blende mal gerade ein. Warte, haben wir gleich. Dritte Runde, 2,27,3. Der Wagen lässt sich 2,27,4, 2,27,6. Fährt Rayman eigentlich mit Lenkrad oder mit? Ja, nee, Lenkrad. Okay. Aber da würdest du wärst. Du fährst 15 Sekunden pro Runde von mir weg. Aber, aber. Domix, ne, momentan nach aktuellen Schätzungen wärst du dann Zweiter, ne? Ja, ich will. Deswegen ist da alles noch drin. Ja, ich sehe Rayman zwischendurch immer noch, aber. Ich bin schon mal froh, ey. Ich bin momentan der beste Petfahrer. Du bist kurz vor der Box, kann das sein? Hä? ja. Los. Okay, das war's natürlich. Ich hab schon wieder Palin. Ja.
Ja, Robin, du bist glaube ich, bist jetzt gleich an der Box, ne? Oh, Kacke. Also es fängt irgendwie, also bei mir wird es irgendwie nicht leichter mit dem Regen. Bei mir schon. Bei mir schon. Leichter wird dieser ne? Teilweise. Mein Lenkschaden zu krass. Die Strecke ist auch schon trockener teilweise. Raymond, du hast gewonnen. Ich habe immer noch Pfützen. Ja, das ist schon klar, weil es so doch leicht nieselt. Es nieselt bei mir. Also ich meine, wenn es leicht nieselt, dann auch Pfützen. Ich habe die Box verpasst, jetzt darf ich nochmal eine Runde mit Lenkschaden fahren. Ich habe auch Lenkschaden, also. Ich fahre seit Runde. Ich habe einen extrem Lenkschaden, also ohne Witz, ey. Oh, aber ich schaue eigentlich gerade bei Sven aus. Ich muss fast komplett einschlagen im Projekt fahren, damit ich so auf der Strecke bleibe. Kaputt. Okay, fährst du weiter oder? Ja, ich fahre weiter. Also du mit ein paar Punkten. Wie viel bist du eigentlich? Neunter, oder? Neunter. Neunter? Ja. Na gut, das sind mir zwei Punkte. Raymond, du ziehst mir gerade davon. Ja gut, ich habe auch einen Unfall gehabt. Ja gut, Unfall kann man es nicht nennen, aber Fehler, Mistake. Wieso macht es Skill? Oh Gott. Jetzt lässt er nicht extrem nach. Ich kann gar nicht Vollgas. Echt, lässt er nach? Ja, jetzt lässt er komischerweise extrem nach. Ja, gut, es sind nur 3 Minuten oder sowas, sehr gut. Das Auto wackelt wie ein Kuhschwanz. Ein bisschen übertrieben von meiner Seite aus, finde ich. Wie meins wackelt. Weil ich fahre die Kurve jetzt auch irgendwie unsafe release und Dominik ist 30 Sekunden hinter mir alles. Ja, die Kurve holst einfach eine Sekunde auf bei mir, weil es. Ernsthaft. Ja. Ich kann mal mit Raven mithalten, neuer Weltrekord. Ey, ohne Dominik ist eigentlich der für dich nicht überrunden, ne? Aber du, ja, es wird. Wow. Also sollte jemand überrundet werden, ne? Da kann dann den, der wohl. Ja, ich hab ihn jetzt wieder eingeholt, weil er hat einen Lenkschaden total. Ja gut, du darfst ihn auch schon davonziehen, ne? Du darfst ihn halt nur nicht drehen oder attackieren. Ja gut, attackiert schon, aber halt nicht wie Mao auf der Maschine in seinen ersten Online-League-Races bei Ich hab irgendwas mitgenommen, was auf der Straße lag. Jo, ich auch, okay, das ist eine Schlussstange, ich glaube von Pascal. Was? Ich hab noch alles da. Von dem roten, irgend von dem roten. Irgendein Teil vom roten, ja. Ja, rot-schwarzes Auto. Könnte zu Pascal zwar passen, aber. Nee, das ja. Ist zu heul dafür. Oder hast du die Heckstoßstange noch dran? Oder die Frontstoßstange, Palli, du auch? Ich hab noch alles dran, ja. Weil du musst mal gucken auf der mittleren Brücke, also auf der größten. Ja. Da liegt da was. Steht ein Bein in der Box. Ja, Palli? Ich weiß, dass ich bin durch mein Fahrrad gefahren, damit ich mit dem Boxencrew gefahren. Ey, Palli, Vorsicht! Lenkschaden reparieren. Oh, Palli ist überrundet. Oh fuck, das ist nicht so toll, in der Perspektive mitten vom Fahrzeug die Kurve zu fahren. Das ist richtig gut. Ich fahr einfach die ganze Zeit bei mit Lenkschaden. Ja gut, das Rennen ist auch schon fast zur Hälfte wieder vorbei, ne? Junge, ey, ich hab so viel verloren, Mann. Irgendjemand steht da an der Brücke. Mann! Raymond, okay, du magst sehr gut, ja, das sehe ich. Leider. Robin, bist du wieder unterwegs? Ja, schon lang. Also der Ginetta ist echt ein gutes Auto. Ja, das konnte ich gerade merken. Boah, okay. Oh fuck. Palli? Ich stehe mitten in der Schikane. Ja, dann fahr da weg. Mal was? Ich hab ja nur 3 Räder. Ja, dann versuch irgendwie Platz zu machen, du. Das ist lebensgefährlich. Für unsere Nerven. Ja, wenn's ich hinbekomme, bekommt's Palli irgendwie auch ja, hin. Palli hat's gar. Der steht auf der Dolly in der Maulwurf. Maulwurf? Hä? Rausgegangen, da komme ich nicht weg und ich stehe mitten drin. Ach so, Alter. Ach so, ja gut, ja. Chris Master, du fährst da. Oh, leck, Alter! What the fuck? Chris, Vorsicht! Der ist da in der Bande entlang gestanden. Okay, ich hab das Teil gefunden, das ist von Chris auf der Brücke. Maulwurf? Okay, der ist gut. Wow. Ja, er gibt Sinn, wenn er Autos. Kann ja gehen. Ach Mann, jetzt bin ich nur noch Vierter. Dann kämpf weiter. Ja, gut, in der Endwertung dann Dritter, aber ich will gewinnen. Alter, ja. Der nächste hat sich in der Stadt verkackt, im Dorf. Der nächste ist rausgehauen worden. Alter, ich bin gerade so durchgekommen. Das ist Chris Master. Ey, nicht schon wieder. So. Lol, wieso hast du verlassen? Also, ich will nichts sagen, aber ach, da finde ich in Ordnung. Chris, wieso hast du verlassen? Ich glaube, keine Ahnung. Weil ich hier kaputt bin. Also. Jawohl, ich bin P6, Alter. Jetzt bitte aber nicht kann ich mal von da vorne zerstören? Ey, ganz ehrlich, das ist doch. Wie viel da bist du immer? Vierter. Na gut, es sind immerhin 15 Punkte dann am Ende. Ja, trotzdem. Das ist trotzdem ärgerlich, weil eigentlich wollte ich dich noch bekommen. Ja, du hättest mich auch noch bekommen, aber. Ich auch, wenn's trocken wäre.
Ja, es wird schon noch trocken. So, bin raus. Ciao, Leute. Jo, ja, ciao. Gut, ciao. Mann, dann noch so ein unnötiger Fehler. Den hätte ich einfach bloß korrigieren können, indem ich einfach nur gebremst hätte. Aber nee, dafür war ich wieder zu dumm. Oh, bin ich extrem vorsichtig, ey. Ja, du, ich bin noch vorsichtiger, kannst du ja, glaube ich, merken, oder? Hä? Ich bin noch vorsichtiger als du. Ja, das habe ich wieder aufgeholt. Ey, das ist doch echt ein Witz. Mann. Aber als GT3-Strecke ist es halt zwar nicht gedacht, aber es macht trotzdem Bock, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, sogar für Raymond, oder? Ja, sogar für mich. Also, es macht Fun. Und dann hat er auch noch das schlimmste Wetter eingestellt, das ist schon echt... Ja, das wurde ja von Dominik's ausgelost. Wir hätten das halt was... Bitte, danke. Also ich weiß nicht, ob Bad mit Sturm oder nicht, sogar Gewitter war es ja zweimal sogar noch. Ja. Ob das geiler gewesen wäre. Ich hab mich schon wieder gedreht, das gibt's nicht. Aber dreh dich so, dass du keinen Schaden erlässt. So, ich komme jetzt an Ile wieder ran. Okay. Ja gut, also das ist der Schweizer mit 68er Jahrgang. 48, was? 68er Jahrgang. Ach so. Oh nee. Ja gut, ich... Duell jung gegen alt, würde ich mal sagen. 15 gegen... Wer steht denn? Wer ist denn gerade kurz vor der Schikane? Chris hat mir gerade irgendwas geschrieben. Pauli, hast du gerade irgendwie Reifenprobleme? Nein. Alles Alter, jetzt komme ich wieder in diese eklige Gischt. Halt, ich glaube, du bist zufällig Siebter, oder? Jetzt, ich bin immer noch Sechster. Ich wurde jetzt halt nur einmal zurück überrundet. 8 Punkte für dich bei der... Wow, da liegt eine Stuhlstange mitten in der Mitte. Jo, genau. Vorsicht, in der Schikane liegt... Ich hab zum Glück noch nicht mal einen Aero-Schaden, Alter. Das war richtig Glück im Unglück, Mann. Na, Raymond, denk dran, du musst noch an die Box. Du auch? Ja, das ist mir schon klar. Ich meine, er lässt mich vorbei. Ile, warum lässt du mich vorbei? Keine Ahnung, weil er dich vielleicht mag und... Vielleicht noch mir den erst Sieg wegschenken will. Du erzählst dir auf Center vorhin. Go, go, go. Hat er geschrieben oder was? Nein, ich habe ich jetzt gerade gesagt. Ja. Ja, nee, du kannst es theoretisch auch schaffen, wenn du jetzt in die Box gehst, weil ich glaube, ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass es aufhört zu regnen. Das Problem ist, ich sehe das im Cockpit kaum, weil ich sehe immer nur Regen. Also ich war gerade Außenansicht. Doch, Sicht, aber jetzt schau ich mal wieder in die andere Sicht. Aber Außenansicht ist für Noobs, ey. Ich habe mir für Picard extra angewöhnt, in der Cockpit kennenzulernen. Ja, jetzt war ich jetzt sicher wieder mit Cockpit. Ich hab's mir. Also am Anfang auf der Strecke bin ich noch wirklich mit der Dachsicht gefahren. Hab ich gesehen in deinem Stream. Ja, genau, ne, da bin ich ja erst noch mit der Dachsicht gefahren. Aber ich finde es mir klar. Ich hab vor, von dem Rennen Race zu machen. Ich kann mir irgendwie Sinn, weil ich hab gerade irgendwie voll Bock, so was Ähnliches zu machen. Leider die beiden. Mein Hintermann hat mich jetzt so krass aufgeholt, weil ich halt Fehler gemacht habe. Jetzt kriegt er noch das Telefon, ja genau. Geh doch mal ran, komm! Ist für meine Mutter. Mein Telefon hat eh keinen Akku mehr, von da an passt schon. Wir haben uns heute mal in der Klasse über Handys unterhalten. Wir hatten gerade T1 überquert. Ach, da steht der Robin schon wieder mit, nee. Was Robin steht? Steht schon wieder, ja. Hat er Rad wieder verloren, oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Robin dazu was sagen will. Man kann ich von mir behaupten, dass ich in dem Rennen der beste Pet-Fahrer war, bis jetzt. Also Fahrer des Tages bin auf jeden Fall nicht ich oder Raymond. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ja, wo wird das überhaupt abgestimmt? Ich würde doch gerne mal abstimmen. Ja, das müsst ihr nach dem Rennen machen, ansonsten entscheide ich das. Ja, wo wird das bekannt gegeben? Das müsst ihr dann sagen zu mir, Citrus, Send, Furz, King oder wie auch immer. Was? Strecke geschnitten. Hintermann, ich bin rechts. Apart, rechts. Nee, einfach Sven. Damit, also bisher musste ich immer mir dann den Fahrer überlegen. Es war für. Nee, Raymond war es beim Testrennen, für Anna war es bei Lauf 1. Alter, da steht er! Am Ausgang der ersten Kurve, das ist so dumm. Ich wäre fast in dem Rennen gefahren. Wer? Na, ich? Ja. Fahr bitte mal weg, weil ich lass mich da gern raus. Fahr bitte mal weg, ja. Leichter gesagt als getan. Aber irgendwie macht's auch voll Bock, bei dem Wetter mal zu fahren. Ja, oder? Das stimmt. Und vor allem ist es eine richtig krasse Herausforderung. Auch wenn ich jetzt nur noch Siebter bin, aber. Ja, es macht Fun, das ist ja das. Und vor allem, wir das haben dann genau. Höchstens nur noch 3 Rennen mit so einem Wetter. Wenn ich will sagen, wir machen sogar höchstens 3. Was ist denn überhaupt die nächste Strecke? Brands Hatch. Oh. Alter, nein! Nein, ich hasse diesen Bug, dass man in der Wand hängen bleibt, wenn man mal gegen die Wand fährt. Ernsthaft? Ja. Ja, für Arno, der hat's ja mit den Stromleitungen, deswegen ist er heute nicht dabei.
Und der ist dann plötzlich mit seinem McLaren dann einmal vorhin in dieser Stromleitung da auf Stadtziel zum Beispiel rechts, ist er plötzlich da reingebombt. Jetzt sieht der Kackwagen wieder nach rechts. Yellow Flag, da steht jemand. Turn 1, wer steht denn da? Gottes Willen. Robin, mach Platz! Ja, Junge, Alter, ne, jetzt hast du ein Problem. Gib doch ihr mal Gas mit ein, mit so viel Dreiräder, meine Gott. Hast du ein Dreirad oder was? Ja, stell dir vor. Hä, aber gerade direkt da. Robin, das mag für, also Raymond, ich meine, ich weiß es nicht, ne, wenn dich da eine Überrundung abräumt. Oh. Wer ist denn gerade kurz vor der ersten Brücke? Aua. Ich. Ja, Vorsicht, hinter dir sind zwei Überrundungen, ne? Ja, ja, ich also, weiß. Ja, willst du noch ein Stück weg? Ja, nee, ich will jetzt was sagen, bevor es da wieder Verunfälle gibt, ne, deswegen, ich will kein Chaos mehr, das ist eh schon. Ich zitter immer noch, dass noch alle rausgehen, ganz ehrlich. Ich zitter gerade immer noch. Boah, Epic Chaos, ey. Die Logik von Because, ne? Ich fahr gefühlt 20 gegen diese Kackwand, bleib da hängen, kann nicht weg und dann kommt dieser Kackpöller, lull, du hast einen Lenkschaden. Ja, halt Because. P-Bugs nennt man das auch zwischendurch mal, ne? Ah, Brand, sehr viel auf jeden Fall nicht bei Regen gefahren, das soll ich jetzt schon mal, ey, ganz ehrlich. Was kommt überhaupt als nächstes? Brand Sage. Achso, das ist schön. Danach kommt Ohio und danach kommt, Barcelona, Katalonia und danach kommt Spa, danach kommt Le Mans 1,2 Stunden, oh, das steht ja schon bald mal an, jo. Danach, was kommt dann eigentlich? Donington, Dubai, Hockenheim, 13 weiß ich gerade nicht, 14 auch nicht, 15 Sakitu, 16 Silverstone, 17 Ruhr Puna Park, 18 Watkins Glen, Finale, Lauf Nummer 19, Nordschleife. Jo, danke. Jo. 5,9, ich hol nicht auf, scheiße. Okay, hallo Mauer. Wo, weil ist es ein großer Schaden? Nee, ich hab sie fast nicht berührt. Wir können aber immer noch hier gerade was passieren. Ey, das ist immer so ein Mitgefühl, ey. Also ich race hier gerade an meinem Limit mit Kopfschmerzen natürlich. Ich hab gerade eine Schokolade in meiner linken Hand und muss lenken. Wieso isst du auch beim Fahren? Ja, weil es geil ist. Ich esse immer dann meine Zähne auf. Alien? Ja. Ich sag dir frühzeitig, wann du rechts ranfahren sollst, bzw. kannst, ne? Ja. Du kannst auch sagen, wo du hin fahren möchtest, ne? Abstand wächst auf jeden Fall gerade auf Raymond. Oh, Robin, da bist du echt weit gekommen, hey. Ja, Robin, fahr mal weiter. Aber, naja. Das steht da auch wieder ein bisschen blöd. Ja gut, aber er steht zumindest hoffentlich rechts und nicht links! Robin, ja gut, es ist aber besser. Robin, welche Runde bist du eigentlich? Hä? Welche Runde bist du eigentlich, Robin? Ja. Ich gebe schon mal das Logo, ne? Haben Getriebeschaden. Danke, Alien. Bitte. Wenn so mal rumkommen würde, der kenne ich schon, aber echt geil. Das Pauli, kannst du weiterfahren? Ja, aber ich habe keine zwei. Ich habe 5 und 6 verloren. Du hast schon Box, ja, ne? Mhm. Kann man auch so schnell nicht reparieren. Das heißt, ich fahre die letzte Viertelstunde jetzt noch damit um. Ja, oder du gehst nochmal die Passwörter und den Motorstand bekommst. Für mir regnet es immer noch so stark wie am Anfang. Ja, deswegen kommt jetzt Regenrennen. Oh, ich muss mich aber immer noch mal kurz befassen, ey, ganz ehrlich. Weil mir wurde gesagt, sobald ich auf mal 6 oder so was oder auf mal 5 dann könnt ihr mir die Lobby abschmieren und das wollte ich auch nicht. Und das geht ja momentan noch relativ gut, finde ich zumindest. Für Aliens war nicht so, glaube ich, weil der hat 115er Ping. Ey, gut, ist aus Slowenien, ne? ja, gut, ich meine, ist ein bisschen weiter weg, ne? Ich glaube, das sind so um die 6 Minuten. Wohnt Alien echt in Slowenien oder? Ja. Stammt der echt, lol. Alien, ne? Du und wohnst in Slowenien. Oh, scheiße. In Slowenien geboren. Ja. Ich bin ein Slowene. Okay. Aber zumindest Deutsch in der Schule gelernt, wegen Österreich, ne? Das ist gut. Ey, ne, du hast ja auch diesen Street von Excribo gefunden, ne? Und dann bist du halt auf uns gestoßen, ne? Auf die Megatour. Oh. Ja. Genau. Oh, ich hab immer Kopfschmerzen wie die Pest. Ja, dann dreh dich doch mal, mach eine Pause, trink ein Käffchen oder nee, so. Du, irgendwie hab ich dazu nicht irgendwie Lust. Irgendwie muss ich das zu fahren wegkriegen. Wer sind gerade vor dir? Okay, Domix ist gerade geschehen! Hoffentlich hat er einen großen Schaden. Oh. Ja, ich weiß, sorry. Palli, ich bin dich. Ah, ich hab mich aber auch gedreht, Ende der Brücke. Palli? Ja,
Ne? Am besten noch vor der ersten Kurve, wenn es geht. Bleib, ja, na, ja, ich bin links, okay? Ich bin rechts, du, links, du Opfer. Was, ja, links? Ich sehe das, Alien. Der überrundet dich aber auch gleich. Ja, ja, ist gut. Nee, Pauli, kämpf einfach weiter und kämpf einfach weiter, fertig. Sind immer noch 6 Punkte. Ich fahr jede Runde in die Box, easy. Sind immer noch 6 Punkte. Wo Robin ist? Jo, Robin ist richtig weit. Wenn mal Raymond weggerechnet, bin ich immer ein Zweiter, wir wissen. Naja. Ja, immerhin Zweiter, ne? Ich werde aber gewinnen, sonst wird aber reicht mir eigentlich nicht. Ey, kost mich an, ja. Also, Pauli? Ich hab wieder Schokolade in der Hand. So, es gibt gelbe Flaggen, es ist Robin. Da steht wieder jemand. Ah, Robin. Steht er links oder rechts? Links. Oh. Nee, natürlich rechts in einer Straße. Nein! Ja! Junge! Was passiert? Komm, erzähl. Raymond? Wenn du an die Box gehen würdest? Ich geh jetzt auch gleich. Ja, ich auch. Ich geh einfach mit dir. Sag mir bitte, wann du an die Box gehst. Ich hab keinen Bock noch von mir selber disqualifiziert zu werden. Das wäre jetzt richtig nice für Domix. Doch, hey, wird man disqualifiziert? Nee, von meiner Seite, also wird dann disqualifiziert. Du wahrscheinlich nett, aber ich meine, es bringt dir jetzt nicht viel, du musst auf jeden Fall mal in die Box. Wenn du nicht an die Box bist, wirst du von der Liga für 2 Tage gebannt. Das ergibt jetzt nicht. Da gedreht? Ah. Ich. Oh. Am Getriebeschaden. Ja, jetzt ist der erste Gang auch noch weg, oder was? Dann Pauli, fahr lieber an die Box. Ja, lieber ein Getriebeschaden wie ein scheiß Reifen verloren. Ja, aber Getriebeschaden kannst auch zu einem Motor wegführen. Ne, Getriebeschaden hatte ich noch nie. Boah, wenn meine Motor zum Aufhören will zu labern. Wer auch immer gerade auch kurz vor der Schikane hinstehst, nicht. Halli, bist du. Wir haben so ein kleines Problem. Au. Was ist denn? Wir haben so ein richtig kleines Problem. Ja, Pauli hat sich gedreht, ich musste anhalten. Er steht da, glaube ich, auch zu dritt, kann das sein? Ich stehe da, glaube ich, auch zu dritt. Oh fuck, ich habe kein Ding mehr, ey. Könntet ihr bitte aus dem Weg gehen? Das gibt's nicht. Weil, was ist denn da? Ja, Pauli hat sich gedreht, ich bremse, Ding fährt mitten rein, jetzt zerreißt sich nochmal, überholt mich ganz links mit einem riesen Leckschaden. Wer ist Ding? Pauli! Nee, der andere Ding. Der, wie heißt das nochmal, was? Alien? Arpa. Nee, der Arpad. Nee, ich was. Alles gut bei dir, so relativ. Jungs, lasst euch lieber vorbei und fahrt. 360! Safe, Remy, gib mir die Box. Jo. Ich möchte dich zumindest noch eine Runde führen. Ich darf eine Runde lang. Jo, ich übernehme eine Runde lang die Führung, ich freue mich. Wer immer der gerade aus der Box rauskommt! Der Vierplatzierte, bitte Platz machen. Oh, das ist. Okay, Hille. Ja, genau, das gibt auf jeden Fall eine Strafe! Auf alle Fälle! Der zieht auf die Ideallinie, wo ich dreimal die Stube mache. Ist doch schön für mich. So, ich komme jetzt aus der Boxengasse. Jetzt schon, ich bin gerade bei der ersten Kurve, aber okay. Jetzt wurde. Ja, ich habe ja auch nichts gewechselt. Ja, ich auch nicht. Ich oh, fuck, mein Licht ist aus. Pff. Aber dein Puffer ist jetzt eventuell ein Ille, der wo mich eventuell attackiert. Was ich nicht hoffen will. Ich bin jetzt kurz vor der Brücke. Ich sehe nichts mehr, meine Motorhaube ist vor mir. Pff. Fahr langsamer. Geh in die Außenperspektive. Genau. Ich fahr auch mit Frontkamera gerade. Jetzt ist er weg. Passt also ich bin eh nur mit Frontkamera gefahren, weil meine Motorhaube auch vor mir war und ich es nicht mehr gesehen hab. Ey, du bist Fünfter, ne? Ja. Ja, 10 Punkte. Aber irgendwie schön, wer steht denn da kurz? Wer ist ein Achter? Ach, das ist Robin, ich bin. Robin. Ja, gut, das war's. Ja, ja, war nicht dein Fehler. Wie weit rechts soll ich denn noch sein? Robin, es war nicht dein Fehler. Ich dachte, ich bekomme die Kurve, habe Untersteuern bekommen und werde fast in 30, habe ich schon mal abgebremst. Kein Thema. Gegen Raymond ist ja eh kein Ding. Ich meine, Raymond, wir lesen doch nichts mehr weg. Das meint nicht, weil ich kein Scheißfahrer. Eigentlich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin eigentlich heute nur mitgefahren, weil ich gehofft habe, dass Robin Zweiter wird, dann hätte ich ihn nämlich vorgelassen. Nee, das kannst du mit kannst du vergessen. Kannst du mit mir machen, aber nee, bitte Raymond mag's nicht, weil sonst kann ich wieder alles weggerechnet, dann mache ich den Fehler und dann bekomme ich wieder Anschluss von meinen Leuten. Sag mal, willst du mal an die Box hin? Ja, ich gehe jetzt gleich an die Box. Ich mein, boah, ich bin weit rausgekommen, scheiße. Mein Domis, wo bist denn du jetzt gerade eigentlich? Erste Kurve. Na gut, ich bin gerade kurz vor der zweiten Brücke. Und ich lasse nichts wechseln. Ja, gut. Wobei, Schaden reparieren, ja. Reifenwechsel sind die Reifen. Hoffentlich verpasst du die Boxen einfach so derbe, dass du dich da zerstörst. Wer immer gerade kurz vor Startziel ist, ich bin gleich. Jo, da liegt wieder ne. Was? Robin, geht bei dir alles gut? Hm? Du hast dich da gerade gedreht, Pauli. Ich hab keinen Reifen mehr vorne links. Ja, Pauli ist. Raymond, Achtung, ich
bin wieder links. Ich bin das. Achso, das ist Sen. Ich gehe mal gleich jetzt an die Box. War groß gefahren, Pali. Nee. Oh fuck, der ist in die Boxen einfahren. Alter, was liegt hier alles rum? Wahnsinn. Jetzt steck ich hier fest. Alles? So, ich stehe jetzt, lass nichts machen, steh immer noch. Nein. Ja, Remy, ich werde du wirst eh übernehmen. Yo, so richtig ehrlich, ich fahr doch mal Mann durch. Pff. So, Dobbix, jetzt holst du ja noch ein paar Sekunden. Was? Willst du mich verarschen? Was denn? Ja, bin Siebter. Wow. Was hat er gemacht? Motor hochgejagt. Pali, da wäre die Regel haben unter 10 Minuten, ne? Und wir sind gerade bei 9 Minuten 52, hast du Riesenlack. Weißt du das? Weil genau bei 9 Minuten 59 hast du gesagt, ich bin weg. Und das heißt, du bekommst die Punkte trotzdem. Juhu, ich liebe dich. Dankeschön. Ja, das habe ich bei Dominik ja auch gemacht. Easy. Pali, du bleibst aber... Okay, jetzt bekommst du keine Punkte mehr. Halt mal. Na, war's nicht Spaß. Nee, aber Pali, du bist wirklich so ein Lacker, weißt du das? Weil die Grenze beginnt... Alter, ich kann doch nichts dafür, dass ich hier nicht ohne Freude... Also, ja gut, das kann ich schon, aber... Ich kann nichts dafür, wenn ich das Auto nicht mehr lenken kann, wenn ich vorne rechts und vorne links kein Reifen habe. Hast du irgendwas gewechselt, Sen? Nee, ich musste halt das noch alles abwählen. Wie kannst du jetzt 7 Sekunden verlieren? Ich musste ja noch alles abwählen. Also, wir müssen noch ein schönes Rennen sprechen nachher mal ein bisschen, ne? Warum? Quatschen, zocken, irgendwas, keine Ahnung. Ach so, ja, klar. Bis gleich. Na, Raymond, ne, du kannst doch nur langsamer fahren, wenn du bist. Wir können gerne noch so eine Runde fighten für Dormix weiter, damit er vielleicht noch... Okay, hat sich gerade erledigt. Ja, genau, ich bin disqualifiziert. Echt? Ja. Nice. So hat's Spaß. Oh Mann. Ich wollte mal, aber. Ich denke mir gerade disqualifiziert, wenn du einen. Jo, wer war Ray, was geht gerade vor dir ab? Oh. Hä? Was geht gerade vor dir ab? Achtung. Okay. Ja, ich habe hier zwei Leute vor mir. Aber gelbe Flaggen, yellow flag, single one turn one, no one taking. So ist der Spruch immer in Racing 7. Ja, aber keine Schikane steht, ich bin dicht hinter ihm. Das ist Robin? Robin macht Platz. Du kannst Gas geben. Oh, ich bin über den Reifen drüber gefahren. Ja, über meinen Reifen. Gibt es mal 10.000 Schachschaden, ne? Ja, genau. Aber es ist ein Regenchaos, damit haben wir schon die erste von ein Drittel der Saison von Regen erlöst, ne? Weil wir haben dann noch 2 Rennen höchstens. Ich weiß sogar, war das letzte, wer weiß. Wir machen mehr, damit ich mich mehr gewinne, aber so nichts passiert. Das letzte Rennen, Regen, ja, das wäre sowas wie Brasilien 2012 in der F1. Ja, das wäre nice. Das war ja auch so ein. Also, das war wirklich einer meiner Favorite Grand Prix, oder? Ja. Das Rennen von Vettel. Aber ich finde, der beste F1 GP, der jemals gefahren war, war Brasilien 2003. Ich meine, da war ja so viel Chaos und. Echt? 2003 bin ich geboren. Wann war denn der genaue Datum? Das will ich, ne? Irgendwann. April. Oh, Scheiße. Was los, Alien? Hab fast meinen Teamkollegen abgeschossen. Was, dein Teamkollegen? Wer ist denn das? Ja. Killer. Ach so, ja, stimmt, wieder dein Team. Wie ist denn der? Geh vorbei. Ach, ist Raymond bist du gerade gegen Ille und Alien am. Ja, Alien. Ja, nee, der eine ist in die Leitplanke reingerammt, deswegen. Ja. Was, der eine hat dich in die Leitplanke reingerammt? Nein! Ich weiß nicht, die haben sich halt behakt. Ist ja egal, also Leute, keinen Schaden lassen. Ich hab ihn ein bisschen berührt und dann ist also der. Inzwischen ist eh alles, glaube ich, jetzt soweit klar. Naja, gut, ich habe mich immer noch drehen und Lenkschaden davon bekommen. Wer ist jetzt vor der Brücke? Ah, Pali, Robin. Na, Pali, ne, der ist jetzt auch da geworden am Ende. Ja, gibt's Sinn. Ja. Sind immerhin 4 Punkte. Was jagt mich denn Arpa, der? Ich glaube, ich lasse den mal vorbei, weil ich jetzt eigentlich relativ wenig Bock auf den Fight habe. Ja, Konstanz weg. Ich lass ihn auf der Startziel vorbei. Außer ich drehe mich davor. Robin, du kommst erstaunlich weit. Ja. Robin, warte am besten ab, weil dann wirst du vielleicht noch vom Spiel sogar DNF'd. Weißt du was? Mir ist sowas von der Man Geil. Hat ja dann ein paar Sekunden nur Zeit. Und Raymond, da gibt's glaube ich Flange wieder. Okay. Aua. Are you okay with the car? Bye, what? No, I have a really full damage. Ich hab wirklich einen Schaden, willst du mich verarschen? Diese Reifen, die können die auch mal wegmachen, ey! Das stört mich richtig, ich muss über voll ausweichen. Also jetzt hab ich ja dann das Problem, glaube ich. Merk auch, dass meine Reifen jetzt so langsam abbauen. Ja, meine bauen schon lang ab. Gib bloß Gas, der wo da hinter mir ist. Herrlich. Das ist eine super Position.
Ja. Du bekommst die 25 Punkte, aber die... Nee, ich mein... Wer steht da gerade kurz vor T2? Mal gucken jetzt, ob das hinter reinkracht. Wer ist ein Siebter? Ach, so ist es Robin. Ja, noch besser aufpassen kann ich gar nicht. Ja, ich... Inzwischen ist ehrlich fast alles klar. Kein Vorwurf, Robin, kein Vorwurf. Ey, fallst du gerade noch mit deinem Teammate, oder was? Nö, bin... Bleib du rechts, okay? Links. Ich bleib links. Okay, alles gut. Du kannst an die Box, wenn du willst. Nee, musst du nicht. Du hast nur noch ein Licht vorne. Lol. Ball in der Wand. Kann man ja nicht machen, ne? Ich war eigentlich vor ihnen, aber... Ja. Aber es ging, war es Überrundung oder war es Fight sogar? Was? Also, ist er eine Runde vor dir oder ist er... Nö, wir sind in der gleichen Runde. Okay. Eben, da könnte ich ihn noch ein bisschen aufhalten, wenn du wirst, damit du wieder hinkommst. Nee. Okay. Wir sind sowieso Teammates, deswegen. Ich meine, fürs Team würde es sich eh viel ausmachen, ne? Am Ende. Ich meine, in Sachen Team Battle dann am Ende schon der Hälfte der Saison würde ich. Oh mein Gott! Was war das gerade? Tom, ich mach keinen Scheiß mehr, ja gut. Nee, ich bin gerade bloß erschrocken, weil Apart Scheiß gemacht hat. Kurze Info, ne? Das mit dem, wer da DNF geht, der bekommt die Punkte, das gilt nur bei Black Screen. Internet weg und Motorschein jetzt andere, aber Getriebeschein oder sonstig in der Motorschein ja auch. Das was Pauli zum Beispiel jetzt gerade hatte, ne? Star cool ist. Und Dominik, du bist auf der Brücke, ich bin da hinter dir, ne? Also ist nicht auf der Brücke, aber ich bin ja unter der Brücke, der zweite doch. Ach so. Ja. Modi jetzt nicht! Doch. Okay, Modi, so ist gut. Dominik, also ich glaube, das ist ja wirklich nicht sein. Es ist schon ein Tag in Sachen Punkt, aber es ist nicht ein Tag in Sachen. Macht jetzt heute hoffentlich nur einen Fehler. Aber Raven, ich habe 2 Sekunden auf die Aufruhr geholt. Und da ist Ille. Aber Ille, du kannst auch noch richtig gut mithalten. Aber was mich gefreut hat. Okay, Ille hat sich gedreht, Alien. Ille hat sich gedreht. Kurze Info. Okay, der steht rückwärts. Vorsicht, Alien. Man kann das Rennen nicht vorbei sein, ey. Ja, in 3 Minuten ist es vorbei. Also noch eine Runde für. Echt? 3 Stück noch? Stimmt, wir brechen ja noch. Ja, stimmt. Okay, 19 Runden. Yo. Alles verloren bei Picas. Ja. Naja, aber du wirst zweiter. Ich war zu dumm zu bremsen, deswegen. Du bleibst zwar wahrscheinlich wegen deinem sehr schwachen, leider Ergebnis, ne, wegen der vom Einzigold, ne, bleib ich wahrscheinlich minimal vor dir, weil ich hab 35, du hast ja, warte mal. Nee, ja. Du bist sogar noch vor mir mit 2 Punkten oder sowas. Ja, ich bin noch vor dir mit 2 Punkten, ja, das war so, du kommst jetzt minimal vor mir. Ja, aber, wie gesagt, also, ja, die Saison ist noch lang, ne, ja, wir sind in den Fahnen haben wir auch noch dabei. Aber das von Raymond... Bei euch, oder? Hä? Fiano führt bei euch, oder? Ja, momentan ja, noch, klar. Aber wenn ich es in den Rennsieg weiß, ja gut, ich meine, er hat 78, nee. Der hat nur 50 Punkte und ich habe 35, ich bin führender nach dem Rennen wahrscheinlicherweise in der Welt. Ja, bist du ja auch, das ist ja auch nur logisch. Ja, nee, wir werden ja gleich sehen, aber naja, Fiano, ja, wenn das so mit Raven fährt, dann ist alles gut. Ansonsten nicht. Mit 5 Punkten müsstest du führen, dass er einen Erster bekommt. Ja, 25, ja. Der zweite 18. Ja, genau. Und er hat 50 Punkte, ja, wegen seinen 2 Rennsiegen. Ja, eben. Also... Naja, werden wir gleich sehen. Weil mich kannst immer noch drehen. Brands Hatch dürfte aber eigentlich mir liegen. Ich mach die Strecke schon immer. Ja, nee, ich meine, also ich bin eh froh, weil mein Ziel war es eigentlich in jeder Online-Liga mindestens einen zu gewinnen. Wenn es auch schön wäre, noch mehr, ne? Aber das war mir halt eh schon. Ich habe einfach Raymond in Qualifying geschlaut, ich bin eh schon ausgetickt innerlich. Aber auch eine starke Zeit. Ja, nee, naja, danke, aber ich meine, also ich hatte auf der ersten Runde, die waren jetzt 22.9. Hatte ich einen Outlapper, ne? Und in der zweiten habe ich noch ein paar Fehler gemacht. Also es geht schon noch ein bisschen mehr. Also auf 23.0 komme ich schon noch, wenn ich will. Ich finde, die Strecke liegt mir, sagen wir so gleich so. Haben wir ja auch gesehen, schon im Trockenen, ne, Raymond? Ja. Sven, ich fahr rechts. Gut. Dann geht ihr. Hat übrigens super geklappt mit Klar und... Ne? Ja, hat richtig gut geklappt, ich weiß. Ja, sorry, tut mir auch leid, aber wie gesagt, ich bin noch in der Aufwärmungsphase. Ab 2017 wird alles besser. Ja. Ja, nee, ich meine, also ich meine, was ist denn lieber? Das Rennen jetzt hier komplett mit Regen oder lieber die Lobby mit ab? Das Rennen mit Regen, wa? Ja, und deswegen, ne, weil es hieß nämlich sogar mit, weil ich habe ja Echtzeitverlauf drin. Ich glaube, dann hätte ich nur 2 Szenarios reinmachen können, dann glaube ich wäre es gegangen, ne? Mach ich wahrscheinlich ja beim nächsten Mal, aber naja.
solange du ins Ziel kommst, ist ja alles gut, ne? Und wahrscheinlich schaffe ich nicht mehr sogar noch. Raymond, ich bin am Anfang der Brücke, schaffe ich noch die zweite Runde, die letzte Runde. Oh, ich freue mich schon, ich kann jetzt wieder ein Race mit machen. Ich hab ja, jeder wird auf die dann, oder? Hä? Achso, nee, du schaffst es nicht mehr, nee. Denkst echt? Ich test's mal. Nee, ich schaffe ihn nicht mehr, aber du noch, oder? Ja. Ja, genau, wie einfach noch eine Runde fahren darf, ja genau. Alien ist ja Vierter, guck mal. Ja. Natürlich. Doch, nee, das wird nichts mehr. Ich bin jetzt in der letzten Kurve erst. Ja, genau. Ich werde das erst abgewunken. Ich will aber noch fahren, guys. I want to drive. Please. Einfach weiterfahren. Oh, die Zeit ist um. Pff, GG. Steht du fährst Final Lap of the Race. Yeeha! Was, du bist fertig jetzt, Sand, oder wie? Ja. Lol. Und damit hole ich den ersten Saisonsieg und weitere 25 Punkte. Ich mache ein geiles Thumbnail. Wobei, nee, schaut geistig aus. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Rennen, auf jeden Fall. Vor allem der Start hat mir gefallen. Wir hatten erst übelst Panik, dass alle sich im Start ineinander rauschen, dann ist einfach nichts passiert am Start. Ja, das dann so. Ist aber der Formel 1 auch manchmal so ein Barco zum Beispiel, ne? Das ist wie Formel 1 Liga Monaco. Alle denken sich so, oh, es fallen so viel aus, und dann fahren alle so richtig vorsichtig und am Ende kommen alle ins Ziel, so. Robin, gut. Hm? Ihr kommt aus der Schweiz. Ja, genau, wahrscheinlich mit den Schnellchen umgekommen. Irgendwie hast du es noch. Ich werde leider Zeit angezeigt, aber das war's. Das war das höllischste Rennen wahrscheinlich in der ganzen Saison. Naja, Raymond eigentlich erster, aber ich dafür, Dominik zweiter, dritter, Alien vierter, Ille. Fünfter Epid, also auch für dich Sven nochmal, nee, doch. 10 Punkte, sechster Robin, siebter Chris Master, achter Pali, wenn sie gemacht haben, noch rum, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, hoffentlich am 30. bis am 31. Dann wird es mit dir oben sein. Wieder dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.